Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 und unserem Rainbow Life. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Die kleinen süßen Mausis, die beiden Zwillinge sind im letzten Part älter geworden. Sind sie nicht süß? Oh mein Gott, da weint aber jemand gleich. Da weint jemand gleich. Ja, ja, ist alles nicht so schön. Oh mein Gott, sie brauchen was zu essen. Oh mein Gott, Robotika, du solltest denen auf jeden Fall was zu essen geben. Die kleinen süßen Mäuse sind beim letzten Mal älter geworden und wir... Ja, ich habe den Geburtstag vielleicht vergessen, ihr lieben Süßen. Vielleicht. Asche auf mein Haupt. Ich bin auch nur ein Mensch, okay? Aber das Umstyling fandet ihr alle, zumindest die Kommentare, die ich gelesen habe, richtig, richtig cool. Und im heutigen Part haben wir auch wieder einiges vor. Und zwar weiß ich, das glaube ich, und zwar weiß ich, das glaube ich. Können wir da bitte ganz kurz drüber sprechen, was das für ein komischer Satz ist? Und zwar weiß ich, dass der liebe süße Sky heute älter wird. Er wird nämlich zum Kind. Ja, er wird zum Kind und zwar am Samstag. Das ist sehr, sehr cool, weil der Freitag ist auch schon wieder fast vorbei. Das heißt, wir sind hoppla hopp auch wieder schon direkt im nächsten Umstyling angekommen und ich würde sogar sagen, dass wir zusätzlich auch noch das Zimmer ein bisschen umgestalten können. Da ich ein paar Dinge mit der Fleming-Familie vorhabe, werde ich jetzt nicht so viel Energie reinstecken, dieses Zimmer krass umzubauen. Ich werde ein anderes Bett wahrscheinlich nur hinstellen und vielleicht einen Schreibtisch statt diesen Changing Table, beziehungsweise diesen Windelplatz. Wie heißt denn das auf Deutsch? Wickeltisch, Leute. Wickeltisch. Wow. Ich habe natürlich jetzt nicht nachgesehen im Internet, wie das heißt. Warum weiß ich sowas nicht? Ich weiß nicht, warum mir die einfachsten Wörter nicht auffallen. Ich bin da so ein bisschen entsetzt drüber. Warum legen wir das Kind hier in den Flur ab? Können wir da bitte ganz kurz drüber sprechen? Oh mein Gott. Okay. Bitte um Feedback. Vanessa muss einem Kollegen ein hartes Feedback geben. Wie soll sie die Botschaft überbringen? Also ich würde sagen, sie wird es ehrlich und direkt sagen. Das ist zwar super krass für viele Leute, aber ich schätze Vanessa so ein, dass sie das tatsächlich so machen würde. Ohohoho, da kommt doch schon die nächste Karte. Steven kann einen nahenden Abgabetermin... Sag mal, das mit diesem Abgabetermin haben wir doch auch die ganze Zeit schon, oder? Das ist ja mal ganz komisch. Okay, wir haben eine neue Marotte von der lieben Namiko und zwar hasst sie es gehalten zu werden. Die liebe Vanessa hat eine mittelgroße Leistungsverbesserung, sehr gut. Und auch der liebe Steven hat eine mittelgroße Leistungsverbesserung. Ja, ist doch gut, kleiner Schatz. Kannst du den kleinen Mann füttern und dann bitte auch... hier absetzen, beziehungsweise, warte, hier vielleicht zum Schlafen legen. Jetzt ist sie hier unten eingeschlafen. Oh mein Gott. Okay, ins Gitterbett legen können wir dann mal machen. Es passieren schon wieder so viele Dinge, Leute. Jetzt haben wir schon wieder die nächste Beförderung. Halt, stopp, Spiel. Ich brauche erstmal 2 Minuten, um das hier irgendwie zu begreifen. Befördert zur Projektmanagerin. Yuki wurde befördert und verdient jetzt 73 Simoleon Stundenlohn. Das ist ja richtig, richtig nice. GG, liebe, süße Yuki. Das heißt, du bist Stufe 5. Das heißt, glaube ich, beim nächsten Mal können wir auswählen, in welchen Zweig der Branche wir gehen, korrekt? Was möchtest du machen? Programmieren üben? Ich glaube, dass du erstmal die kleine süße Maus ins Gitterbett bringst. Dann unterstützen wir so ein bisschen die liebe Robotika. Dann muss sie das nicht machen. Oh, enthüllte Marotte hasst es gehalten zu werden, auch beim Chikomo. Also ich glaube, dass die beiden Zwillinge sehr ähnlich zueinander sind, wenn ich das jetzt mir mal bemerken darf. Können wir gegebenenfalls hier nochmal was... Warte mal, das verdorbene Essen können wir hier mit Robotika aussortieren. Spezialrezept zubereiten. Oh, das wäre auch irgendwie ziemlich nice, oder? Lass uns mal gucken, dass wir vielleicht Gemüseteigtaschen in der Partygröße mit der lieben Robotika zubereiten. Sag mal, was ist denn jetzt hier los? Hä, warum hast du das Kind? Ich bin verwirrt. Yuki, du nimmst jetzt bitte das Baby und du legst das liebe Baby hier auch ins Bett. Und zwar die liebe Namiko. Nein, liebe süße Maus. Nein, du legst es das Baby hin, kleine Robotika. Du machst das bitte hier mit dem verdorbenen Essen. Das habe ich doch gesagt. Robotika ist total vernarrt in die Babys, was ich verstehen kann, weil die absolut cute sind. Robotika, du musst dich ein bisschen auf deine Aufgaben konzentrieren, die ich dir gebe. Das ist sonst ein bisschen irreführend hier. Perfekto, dann kannst du die kleine Maus ins Bettchen legen. Genau. Und dann kannst du doch bestimmt auch die kleine Maus... Ah, da kannst du einen guten Nachtkuss geben und sie auch mit einer guten Nachtgeschichte in das Reich der Träume bringen. Das ist doch super, super süß. Dann mach das mal. Oh mein Gott, die liebe, süße Vanessa wurde auch befördert. Ich bin gerade so ein bisschen... Ich muss schon wieder pausieren. Was passiert hier? Vanessa wurde befördert und ist jetzt Mechanik-Genie. Oh mein Gott. Welche Stufe ist sie denn jetzt? Stufe 9. Sie steht kurz vor Stufe 10, der Maximalstufe ihrer Karriere. Das ist ja mal mega.
mega cool. Sie muss Level 9 der Robotikfähigkeit erlangen. Das ist ja perfekt, denn wir wollen ja auch hier an unserem Tech-Anzug weiterbauen, den ich übrigens nicht verstanden habe, was der überhaupt macht. Beim letzten Mal konnten wir den ja nicht weiterbauen, weil die liebe Vanessa ja einen Schlag bekommen hat und wir ja kurz vor dem Tode standen. Liebe Yuki, genau, Yuki, du hast die Geschichte erzählt, das ist in Ordnung. Ich breche mal hier oben den Liebestag ab, weil dieser Feiertag sowieso irgendwie unsinnig ist, wenn nicht jeder in der Familie diesen Feiertag hat. Da du dir wünschst zu programmieren, würde ich mir für dich vorstellen, liebe süße Maus, nochmal etwas zu programmieren und zwar eine App oder so. Warte mal. Programmieren können wir hier und jetzt können wir ein Videospiel programmieren. Das machen wir, Leute. Das machen wir. Wir kriegen richtig viel Geld, richtig viel Money dafür, kann ich mir vorstellen. Oh, du bist auch richtig müde. Nee, forget it, Yuki. Dann mach mal bitte erst ein Kraftnickerchen und dann gehst du programmieren. Die liebe süße, was machst du hier? Willst du das irgendwie, du willst das säubern. Ja, das kannst du machen. Die liebe süße Robotiker hat auch was zu essen zubereitet, oder? Hat sie das Essen nicht zubereitet? Oh, sie hat das schon wieder nicht zubereitet zu Ende. Was ist denn da los mit der süßen Maus? Kann es sein, dass vielleicht die Servos so ein bisschen verbuggt sind? Ich glaube, das liegt eher an den Servos, oder? Holy moly, die liebe süße Kaori wurde auch befördert. Also das ist ja mal richtig krass, was hier passiert in jedem Part. Es ist so viel los, Leute. Und zwar wurden wir befördert zur Tanzgruppenleiterin. Sehr, sehr cool. Das ist Stufe 4 auch schon wieder von unserer Fitnesskarriere. Das ist richtig nice. Dann kannst du ja, ich würde tatsächlich mal sagen, können wir hier vielleicht, wir können spielen? Was können wir denn hier spielen? Ich finde es vor allen Dingen so cool, wie dieser Putzbot hier auf dem ganzen Grundstück rumläuft und wirklich alles sauber macht. Das ist so cool, Leute. Und du möchtest nicht programmieren, süße Maus? Oder hast du dir überlegt, nö, du hast keinen Bock? Oder wie ist das jetzt hier? Nee, Schachspielen tun wir mal nicht, sondern wir wollen tatsächlich was programmieren. Videospiel programmieren. Willst du das nicht machen? Weil du müsstest jetzt auch genug Energie haben. Perfekt. Ein bisschen Hunger hast du auch. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Servos verbuggt sind. Schaut mal, Leute. Sie macht das einfach nicht weiter. Ich glaube tatsächlich, dass der Servo keine Mahlzeit zubereiten kann. Was ist jetzt hier mit dir? Du nimmst dir eine Mahlzeit und isst sie nicht, oder was? Okay, das ist sehr eigenartig. Jetzt hat sie das auch wieder abgebrochen. Und sie hat das Essen auch abgebrochen. Ich glaube, irgendwas stimmt tatsächlich nicht mit irgendeiner Interaktion. Muss mir das mal ein bisschen angucken. Vielleicht liegt es an irgendeiner Mod, die ich im Spiel habe. Holy moly, Kaori, was machst du? Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, dass Kaori hier spielt. Ah, das ist eine Mod, die ich im Spiel habe. Ja, da kann man auf Sesseln und Stühlen spielen. Das ist ja mal mega cool. Und dann kriegt man hier auch so ein Moodlet. Das macht so viel Spaß. Ach, das ist ja witzig. Okay, aber ich glaube, dass du für dich erstmal ein bisschen Sport machen solltest. Vielleicht so ein 30-minütiges Krafttraining. Das ist in Ordnung. Oh mein Gott, tatsächlich. Warte. Gemüseteigtaschen fortsetzen. Kannst du das bitte machen? Ich glaube tatsächlich, dass da was verbuggt ist. Und beim Essen auch. Ja, ich glaube tatsächlich, irgendwas stimmt mit der Zubereitung nicht. Holy moly, muss ich da auf jeden Fall die liebe Robotika im Auge behalten, weil wenn sie das nicht richtig zubereitet, dann ist das ein bisschen ärgerlich. Okay, wie sieht's denn hier aus mit deinen Wünschen? Du möchtest ein Picknick immer noch machen und Soul-Musik hören. Das kannst du ja hier tatsächlich machen, wenn mich nicht alles täuscht. Soul-Musik anmachen. Okay, wonderful. Dann haben wir hier auch die Gemüseteigtaschen endlich mal zubereitet. Gott sei Dank, liebe süße Maus. Die Zwillinge schlafen auch noch. Robotika möchte eine Beziehung eingehen und eine freundschaftliche Beziehung mit einem Familienmitglied eingehen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Dann guck doch mal, dass du hier freundliche Interaktionen vornimmst und zwar mit der lieben Kaori. Vielleicht schaffst du tatsächlich mit den Zwillingen oder mit Kaori oder mit irgendeinem anderen Haushaltsmitglied eine Freundschaft aufzubauen. Das würde ich auf jeden Fall feiern für dich. Oh, Vanessa macht Sport. Das ist ja mal mega cool. Was hast du denn hier? Du möchtest ein Computervirus programmieren. Warte. Ich gucke mal, ob ich das hier am PC machen kann. Virus programmieren, tatsächlich, das geht. Wenn du hier das Virus programmierst, schauen wir mal. Ja, vielleicht kriegen wir dafür auch Geld oder so. Ich habe keine Ahnung. Kaori hat es wirklich genossen, mehr über die Interessen von Robotika zu erfahren. Es kann bezaubernd sein, wenn ein anderer Sim von seinen Leidenschaften schwärmt. Oh, natürlich mag sie es, über Interessen zu reden. Das finde ich ja cool. Das ist ja richtig nice. Der liebe Sky kommt auch gleich aus der Kindertagesstätte. Wie sieht es mit seinen ganzen Fähigkeiten aus? Ja, Leute, das sieht ja mal mega gut aus mit seinen Fähigkeiten. Das haben wir richtig gut gemeistert. Yuki, kannst du bitte noch ein bisschen Zeit mit dem kleinen Mann verbringen? Kannst du mit dem kleinen Mann noch ein bisschen was spielen, oder? Das müsste doch gehen. Sky beibringen, Turm zu bauen. Das kannst du doch mit ihm machen. Okay, nö, wir wollen nicht. Wir wollen auch nicht in dein Zimmer gehen, oder was? Namiko und Shikomo sind soeben gute Freunde geworden, weil sie miteinander gebrabbelt haben. Das ist ja cute. Sky und Yuki sind
sind soeben auch beste Freunde geworden. Das finde ich auch richtig cool. Da wir jetzt nichts mehr mit dem lieben Sky machen können und sie sich irgendwie weigert, mit ihm irgendetwas zu tun, guck mal bitte, dass du den kleinen Mann zumindest irgendwie zum Schlafen hinlegen kannst. Okay, das geht irgendwie. Wie sieht es hier aus mit den Freundschaften? Okay, wir haben hier doch bestimmt schon... Oh, wir haben eine Freundin. Wir haben eine Freundschaft aufgebaut. Oh, ich wollte gerade sagen, ich dachte, dass sich das hier irgendwie nicht erfüllt. Aber wie cool, schaut mal. Staubsauge das Haus. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich glaube, dafür müssen wir erstmal einen Staubsauger kaufen, korrekt? Okay, ich würde sogar sagen, dass wir den richtig teuren holen, oder? Ich meine, wenn schon, denn schon. Dann geben wir ihm der lieben Robotiker auch ins Inventar. Und dann können wir ihr sagen, dass sie bitte die Umgebung staubsaugen soll. Dann können wir ihr diesen Wunsch auch erfüllen. Oh mein Gott, die nächste Beförderung. Ich glaub's nicht. Also, was ist hier los in diesem Haushalt? Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann einfach nicht mehr. Holy moly, der liebe, süße Steven wurde zum Konditor befördert. Er verdient jetzt 125 Simoleons pro Stunde. Das ist richtig viel. Und wir haben auch tatsächlich so ein paar Möbelstücke bekommen. Wie sieht das denn aus? Welche Stufe bist denn du? Du bist Stufe 7 schon. Das ist ja einfach nur großartig. Gib bei der Arbeit vor, krank zu sein. Ich glaub's ja nicht. Ich habe übrigens ein paar Sachen recherchiert. Ich weiß, ich habe im letzten Part gesagt, für das Bestreben vom lieben Steven, wenn wir diesen Kaiserfisch nicht fangen können und dieses Bestreben nicht abschließen können, ich glaube, das kommt euch zu den Ohren raus. Ich glaube, ich habe das so oft erwähnt in den letzten Parts. Wahrscheinlich sagt ihr euch auch, oh mein Gott, wie oft will er das erwähnen mit diesem komischen Bestreben? Ich habe beim letzten Mal gesagt, dann ist es so, wenn wir es nicht erreichen, das Bestreben. Ich habe recherchiert, Leute. Ich habe recherchiert und ich weiß, dass man den Kaiserfisch mit gewissen Ködern fangen kann. Ich blende euch das gerade jetzt auch einfach mal ein, damit ihr das seht. Und zwar kann man den mit Buntbarsch, Forelle oder Guppy fangen in Oasis Springs oder Willow Creek. Und ja, ich weiß, ich habe gesagt, who cares, aber ich möchte das unbedingt machen. Ich möchte das schaffen. Wir haben den Buntbarsch hier und ich glaube, wir haben auch die Forellen hier, wenn mich nicht alles täuscht. Oder einen Guppy oder sowas. Wir haben auch Guppies. Guppies, das heißt, wir können tatsächlich mit dem lieben, süßen Steven nochmal zum Angeln gehen. Ich weiß, es kommt euch zu Ohren raus. Es tut mir wirklich leid. Aber ich will das schaffen, Leute. Ich will das schaffen. Gut. Es wird nicht genau beschrieben, wo in Willow Creek. Also wird es wahrscheinlich egal sein. Ich würde sagen, dann fahren wir vielleicht zu diesem Park und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Grundstück. Alles klaro. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, ich glaube, es gibt, warte mal, es gibt nur hier hinten den Angelspot, korrekt? Hier vorne gibt es keinen Angelspot. Mit Köder angeln. Und zwar würde ich sagen, starte ich vielleicht mal mit dem Guppy. Davon haben wir nämlich zwei. Oh mein Gott, ich hoffe einfach, dass wir das schaffen, Leute. Ich hoffe einfach, dass wir das schaffen. Leute, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir haben immer noch keinen Kaiserfisch gefangen. Ich habe alles versucht, alles. Ich bin kurz davor, es aufzugeben, Leute. Bin kurz davor, es aufzugeben. Weiß nicht, was ich noch machen soll. Und ich bin nicht bereit zu cheaten, Leute. Ich bin nicht bereit zu cheaten. Wir reisen jetzt erstmal zurück, weil der liebe Sky hat Geburtstag. Und ich würde den sehr, sehr gerne noch umstylen und sein kleines, süßes Zimmer auch umgestalten. Wir sehen uns gleich wieder. Okidok, du liebe süße Maus, du hast natürlich keinen Spaß mehr. Das kann ich sogar nachvollziehen. Du könntest dir aber tatsächlich vielleicht eine Kochsendung ansehen. Kochvideos schauen kannst du mal. Ich glaube, das sollte dein Spaßbedürfnis auch ein bisschen auffüllen. Wie sieht's denn aus mit deinen anderen Bedürfnissen? Du hast nur ein bisschen Hunger. Sonst, das ist in Ordnung, das passt. Der liebe süße Sky ist hier. Hallöchen, lieber süßer Sky. Oh, Meilensteinlachen freigeschaltet. Das ist ja cute. Ach, wie schön du spielst hier auf dem Platz. Das ist ja süß. Haben wir hier, was macht die liebe süße Vanessa hier? Die geht erstmal duschen, alles klaro. Du musst erst in 3 Tagen arbeiten. Das ist in Ordnung. Sag mal, haben wir mit der lieben Vanessa eigentlich diesen Tech-Anzug zu Ende gebaut? Haben wir immer noch nicht gemacht, ne? Haben wir immer noch nicht gemacht. Liebe süße Vanessa, mach das doch bitte. Ich möchte bitte, dass du diesen Anzug zu Ende baust. Das fände ich irgendwie ganz cool. Wir haben hier 7 Stunden bis zur Arbeit. Dann lass uns hier auf die Pipi-Box gehen, dann vielleicht noch ein bisschen die Zähne putzen und dann ein Kraftnickerchen machen. Der liebe süße Steven, wie sieht's da aus? Du musst in 5 Stunden zur Arbeit. Oh, was ist denn hier? Wer hat denn den kleinen Mann hier nach oben gebracht? Ja, okay, dann macht noch ein bisschen, genau, dann macht noch ein bisschen Bauchzeit. Das ist okay. Liebe süße Robotika lädt sich auf. Das ist in Ordnung. Ach ja, ne, Yuki, schön. Yuki, du weißt schon, dass du hier was kaputt gemacht hast. Das kannst du reparieren, ne? So sieht's ja nicht aus. Deko beurteilen. Ich glaub's ja nicht. Gehst jetzt nach oben und machst das bitte, ja,
reparierst es. Vanessa hat jetzt hier weitergebaut oder nicht? Warum? Bau doch bitte hier weiter, liebe Vanessa. Meilenstein auf den Rückenrollen freigeschaltet. Oh. Schon wieder die Deko beurteilen? Was ist los mit diesen Sims? Du sollst das reparieren und nicht irgendwelche Deko beurteilen. Ach, ich habe ja gar nicht dran gedacht. Wir haben ja einen Roboter, der das repariert, korrekt? Kannst du das hier nicht reparieren irgendwie? Wäre das irgendwie... Das wäre irgendwie gar nicht so schlecht. Was machst du jetzt hier? Du setzt den kleinen Mann jetzt hier einfach ab, oder was? Bin verwirrt. Okay, also 1, 2, 3. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Okay, der Roboter wird das jetzt, glaube ich, reparieren. Alles klaro. Dann nimm du doch mal bitte diesen kleinen Mann mit. Oh, ich kann nicht mehr. Üb doch mal ein bisschen sitzen mit dem kleinen Mann. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Die Sims machen alle, was sie wollen. Warum ist das so? Bevor wir irgendetwas anderes machen. Lieber süßer Steven, der wieder nicht gegessen hat, obwohl das Essen direkt vor ihm steht. Ich weiß nicht, was das ist. Guck mal bitte, dass du einen Kuchen backst. Wartet mal. Und zwar einen Hamburger Kuchen können wir mal zubereiten, weil wir ja das Essen für den kleinen Mann bzw. die Geburtstagstorte zubereiten wollen. Denn du hast Geburtstag, lieber süßer Sky. Du wirst zum Kind und ich bin sehr aufgeregt darüber. Kannst du bitte den Kuchen? Kannst du den Kuchen zubereiten? 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 Was ist hier los? Was passiert hier? Pff, Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Leute. Was passiert hier bitte? Ich möchte, dass du das weiter zubereitest und nicht das Baby hältst. Ich kann nicht mehr. Bitte, bitte mach jetzt diesen Kuchen weiter. Bereite ihn zu. Okay, gib bitte das Kind. Okay. Genau, du setzt... Okay, ja. Mhm. Leute! Ich werd verrückt. Reitest du jetzt endlich den Kuchen? Ich will endlich den Geburtstag feiern. Gott sei Dank. Okay, jetzt kannst du die Geburtstagskerzen hinzufügen. Perfekt. Und du wirst jetzt helfen beim Geburtstagskerzen auspusten mit der lieben, süßen Vanessa. Vanessa, bitte nimm das Klein... Okay. Ich glaube, dass wir es gleich schaffen, Leute. Oh mein Gott, das war einfach nur eine... Das war ein Riesen-Act, Leute. Und dieses Kind wird 1000 Mal von A nach B gereicht. Happy Birthday, liebe süßer Sky. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Sky. Happy Birthday to you. Oh, jetzt altert er. Ich bin gespannt, wie er aussieht, Leute. Okay, er geht jetzt erstmal wieder einen halben Umweg. Ja! Wusch! Oh mein Gott, wie cool! Oh, wie nice. Schaut mal, was für ein cooles Gesicht er auch hat. Ja, wie cool. Sehr, sehr schön. Oh, er hat ein richtig schönes Gesicht, Leute. Schaut mal. Oh, wie toll. Okay, liebe süßen Mäuse. Was haben wir hier eigentlich? Musik hören. Freundschaft mit einem Sim im Teenager-Alter schließen. Okay, wow. Oh, wie toll. Dann würde ich sagen, stylen wir ihn um. Ich lege euch ein bisschen Musik auf die Ohren. Und ihr seht jetzt gleich, wie der liebe Sky seine neuen Outfits bekommt. Viel Spaß. Ihr lieben süßen Mäuse, wir haben den süßen kleinen Fratz jetzt auch umgestylt. Ich glaube, dass er richtig, richtig süß ist. Er ist ein richtiger Süßbär, Leute. Ich habe ihm auch ein paar Haare gegeben. Ich fand das irgendwie ein bisschen seltsam. Er ist ja nicht 100% Alien, deswegen fand ich das irgendwie ganz cool, wenn er die schwarzen Haare hat. Und die schwarzen Haare hat er natürlich von seiner Mutter. Ich habe auch das Zimmer ein bisschen umgestaltet, wie ihr seht. Bin nicht ganz zufrieden mit dem Bett, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist so ein bisschen, glaube ich, zu dunkel für dieses Zimmer. Aber ich habe ihm jetzt auch eine
einen Schreibtisch gegeben, ich habe die Leseecke hier rüber geschoben, Nachttisch gegeben und Nachtlicht, also das sollte alles passen. Jetzt lass uns mal gucken, dass wir ihm dieses Bett auch entsprechend zuordnen, damit er auch weiß, dass er dort schläft. Okay, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, ihr lieben süßen Mäuse, denn wir haben hier einige Kinder, die wir hier irgendwie in Ordnung bringen müssen. Zunächst einmal möchte ich, dass du, liebe Kaori, den lieben Chikumu, dort absetzt. Das machst du. Das hast du vorhin schon mal versucht und du hast es abgebrochen. Der liebe süße Steven ist zur Arbeit. Das ist in Ordnung. Die liebe süße Vanessa legt sich hin. Das ist in Ordnung. Ich glaube aber, dass ich dir lieber erstmal nur das Kraftnickerchen zugebe. Dann möchte der liebe süße Sky auf Toilette. Das ist in Ordnung. Außerdem ist er müde. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir ihn auf jeden Fall erstmal in sein Zimmer gehen lassen. Unter der Decke lesen. Das kannst du ja erstmal machen. Dann kannst du dich erstmal in deinem Zimmer ein bisschen umschauen und kannst es erstmal wahrnehmen, bewusst. Die liebe süße Vanessa ist jetzt hier beim Nickerchen. Perfekt. Dann kannst du danach auch deinen Anzug weiterbauen, deinen Tech-Anzug. Liebe Kaori, ich kann nicht mehr. Kaori, bitte, 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 setz das Kind hier im Spielbogen ab. Tu es bitte. So, du setzt es jetzt ab. Genau. Und jetzt, genau, kannst du hier was essen gehen. Du kannst Gemüseteigtaschen essen. Geh bitte was essen. Steven braucht eine neue Herausforderung bei der Arbeit. Wie soll er den Chef darauf ansprechen? Direkt Vorschläge. Das ist das Beste, was du machen kannst. Hab direkt Vorstellungen, was du machen möchtest. Jetzt nimmt doch schon wieder jemand dieses Baby hier raus. Leg das Baby hier hin. Ich kann nicht mehr. Also, warum nehmen alle diesen armen Boy hier raus? Und dann kannst du von mir aus, das ist völlig in Ordnung, hier Bauchzeit mit dem kleinen Mann verbringen, aber lass ihn bitte da drinne. Ich muss ein bisschen meditieren, Leute. Es ist ein bisschen viel gerade. Du machst jetzt ein kleines Nickerchen, das ist in Ordnung. Oh mein Gott, warte. Was haben wir bestreben? Oh, okay, wow. Wir haben den nächsten Teil des Bestrebens haben wir tatsächlich abgeschlossen. Stufe 3 von der lieben Kaori. Und wir müssen nur noch maximales körperliches Potenzial. Trainiere weiter regelmäßig, um die maximale Muskelmasse zu erreichen. Okay. Du gehst jetzt erstmal in deinen Job. Was ist eigentlich mit den Arbeitsoutfits passiert? Die Arbeitsoutfits sind alle irgendwie völlig durchworren. Das ist doch ein Batu-Outfit. Vanessa, du hast natürlich nicht weiter deinen Anzug gebaut, korrekt? So, du machst das jetzt erstmal, genau. Die liebe süße Robotika hat sich auf jeden Fall ausgeruht genug. Dann kannst du ja hier mit der süßen kleinen Maus interagieren. Oh, die kleine Maus hat Hunger. Okay, dann schau mal bitte, dass du die kleine Maus fütterst. Ja, ist doch gut. Meilenstein auf dem Bauchrollen freigeschaltet. Cutie. Der kleine Mann ist müde. Dann leg doch mal bitte den kleinen Mann hier ins Bettchen. Haben wir hier noch Hausaufgaben, die wir machen können? Die können wir doch bestimmt jetzt auch machen. Schaut mal. Oh, schaut mal. Weil er als Kleinkind so gut war, hat der liebe Sky jetzt auch ein paar Fähigkeiten. Kreativität, Motorik und Sozial ist ausgebaut, dafür mental nicht. Dann lass uns mal gucken, dass wir hier vielleicht die Mentalfähigkeit mit den Matheaufgaben lösen. Hier wirst du jetzt hier... Yuki, bring den kleinen Mann bitte ins Bett. Okay, ich geb's auf, Leute. Sims machen sowieso, was sie wollen. Okay, wir haben jetzt die kleine Maus gefüttert. Wie sieht's dann aus? Der Rest sieht super aus. Dann kannst du die kleine Frau hier unten auch absetzen und kannst mit ihr auch noch ein bisschen Bauchzeit verbringen, würde ich sagen. Und Yuki, du kannst die kleine Maus doch bestimmt in den Schlaf wiegen und eine gute Nachtgeschichte erzählen. Das kannst du doch bestimmt alles machen. Oh, es gibt noch einen Meilenstein. Ich hab's gehört. Okay, ich hatte eigentlich gesagt, dass du die kleine Maus hier absetzen sollst, aber... Ach, wie süß! Meilenstein lachen freigeschaltet. Oh. So, jetzt leg sie bitte dort auch wieder ab. Oh Gott, Andi, ich brauche ein bisschen Geduld. Ich brauche Geduld in diesem Haushalt. Es sind nur noch zwei Säuglinge. Gina ruft an, willst du rangehen? Nein, ich habe keine Zeit. Okay, du isst jetzt erstmal ein Stück Kuchen. Nee, du isst es nicht. Ich bin verwirrt. So essen die Sims denn nicht mehr? Iss mal bitte ein bisschen Torte, auch wenn ich sage, dass es eigentlich nicht gut für dich ist. Nicht mein Rhythmus, weil abgespielte Musik dich mag. Ich glaub's nicht. Du magst Schlaflieder, Ranch-Musik und Batu-Musik. Ich kann nicht mehr. Bob-Musik magst du gar nicht. Okay, wow. Dann wechsel mal den Sender auf... Ja, ich würde mal sagen auf Ranch-Musik, weil das magst du ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Die liebe Rosa hat dir eine Nachricht geschrieben. Das ist ja süß. Oh mein Gott, der nächste Meilenstein auf den Rückenrollen freigeschaltet.
Leute, ich muss ganz kurz eine Pause machen. Ich muss ganz kurz eine Pause machen. Ich glaube, was mich tatsächlich sehr stresst, sind wirklich diese Säuglinge. Also das ist wirklich krass und eben, dass die Sims nicht das tun, was ich ihnen sage, beziehungsweise sie auch autonom nicht mehr das tun, was ich ihnen sage. Es ist ein bisschen wild, Leute. Aber ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle erstmal einen Cut. Ich finde heraus, welche Mod das ist. Ich meine, es kann auch ein neuer Bug sein von Sims. Es kann natürlich alles möglich sein. Aber ich probiere das erstmal, die andere Mod, die ich habe, rauszunehmen und das mal zu testen. Ihr lieben süßen Mäuse, ich mache, wie gesagt, einen Cut. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es, kommentiert es. Mich würde tatsächlich interessieren, was wir mit dem lieben süßen Sky machen wollen. Normalerweise lasse ich ja das Spiel so ein bisschen entscheiden. Sagt mir doch mal, was für ein Hobby er haben kann. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich lasse euch das entscheiden diesmal und nicht die Mod oder das Spiel. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal. Das ist kostenfrei und ihr supportet mich damit. Klickt die Glocke, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video live geht. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei unserem super chaotischen Haushalt. Und ich kann auch nicht mehr, meine Nerven liegen blank. Bei unserem Rainbow Life. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Bye.